Thorsten, dein wievielter Printer ist das und wie empfindest du die Entwicklung des Programms? Letztes Mal musste ich ja nachdenken, inzwischen habe ich es aber recherchiert. Es ist mein 7. Print Day dieses Jahr. Und was ich schön finde, sind nicht nur die Dinge, die sich weiterentwickelt haben, weil das Format ist natürlich immer weiter professionalisiert. Aber was ich besonders schön finde, sind die Dinge, die sich nicht ändern. Nämlich die Tatsache, dass das hier ein Ort für einen offenen Austausch ist. Ja, unabhängig von Firmengrenzen und so weiter. Und dass wir, auch wenn es jetzt, ich habe ja gehört, wir gehen ja in Richtung der 400 Teilnehmer, dass die Gemütlichkeit und das Familiäre nicht verloren geht, sondern im Gegenteil auch tatsächlich skaliert auf die Anzahl Personen. Jetzt habt ihr ja gestern den Preis als Partner des Jahres gewonnen, respektive dafür seid ihr ausgezeichnet worden. Es war ja kein Wettstreit so gesehen, aber ihr seid ja die Besten gewesen letztes Jahr. Was bedeutet der Preis für euch? Das freut uns total. Man hat es ja gestern auch gesehen, wir haben in der Fotobox jede Menge peinliche Fotos gemacht mit dem Preis. Nee, das freut uns total, weil ja die Partnerschaft mit euch ist für uns zentral, ist eine der wichtigen Säulen. Und wir stecken viel Aufwand rein und wir freuen uns einfach, wenn das dann auch dazu führt, dass man merkt, dass die Ergebnisse entsprechend sind. Also deswegen freuen wir uns darüber. Teil der Partnerschaft und auch des Aufwandes, wie du sagst, den wir reinstecken, ist ja, dass wir jetzt auch gemeinsam mit Simio an der Studie arbeiten, Print mal neu zu beleuchten, also mal völlig neu denken. Glaubst du auch, dass das ein relevantes Thema ist, was wir mal machen müssen? Das ist ein Thema, das ich in meinen Vorträgen, übrigens auch damals, als ich noch bei Werk 2 war, regelmäßig bearbeitet habe, um eben den Leuten zu sagen, dass Print eben nicht mehr die Geschichte ist, wo die Menschen in den beigen Anzügen mit den Nokia-Gummitastentelefonen 6 Wochen die Kataloge abstimmen. Ich finde das total gut und total wichtig, dass es gemacht wird. Und ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil der Jürgen Burger, der das ja mit Thomas Willmann zusammen auch macht, Simio, der ist ja bekannt für seine Neutralität. Und ich finde das schön, dass das jetzt mal passiert in einem tatsächlich neutralen, also dass weder ein Integrator noch ein Softwarehersteller das sagt, weil dann hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das, was ihr und wir da an Meinung haben, ob das dann bestätigt wird oder ob vielleicht auch noch andere überraschende Einblicke kommen. Aber das Print, über das wir heute reden, nicht mehr das Print ist, über das wir vor 5 oder 10 oder 20 Jahren geredet haben. Das muss ankommen, das ist wichtig, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Vielen Dank.